Hi, Hi, na, wie geht's? hey, gut und dir? Auch, 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 auch. schön. Du hast mir hier schon was Ja, aufgetragen. so Ich surprise, wurde surprise. schon verschmutzt hier. Und es ist knallgrün. Richtig grün. Es ist richtig grün. Was könnte es sein? Eine Maske ist es. Und zwar von Tata Harper. Tata Harper. Man hört davon, aber. Man hört davon. Tata Harper, Umverpackung so. Hier. Das ist die neue Clarifying Mask von Tata Harper. Okay. Tata Harper, zur Marke kurz was. Tata Harper ist tatsächlich der Name der Gründerin, die ursprünglich aus Kolumbien kommt, dann aber in Vermont auf dem Land mit ihrem Mann und so weiter eine wunderschöne Farm hat, so richtig, wie man sich das vorstellt. Man kann auf der Website von Tata Harper dazu ein Video anschauen, das ist idyllisch. Das Ja. ist ein Traum, was wunderschöne Landschaft und dann diese Farm und die Kinder spielen draußen und die Hunde rennen rum und so. Und es ist so, dass ihr Stiefvater eine Krebsdiagnose bekommen hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren, und dann sein Leben komplett umkrempeln musste, natürlich für bewusster und gesünder Leben. Und sie sich im Zusammenhang damit einfach auch erstmalig damit beschäftigt hat, wie man eigentlich gesünder leben kann. Okay. Und eben auch, was die Kosmetik angeht, also dass man einfach in seinem Alltag nicht nur Produkte verwendet, wo viele chemische Zusätze drin sind, irgendwelche Stoffe, die wir gar nicht so richtig kennen. Und da ist ihr aufgefallen, dass selbst bei Produkten, wo man oft drauf sieht, dass irgendwie biologisch oder organic oder irgendwie, ne, Naturkosmetik Ja. draufsteht, wenn man dann mal wirklich guckt, was drin ist, dann doch enttäuscht wird, dass es vielleicht schon auch natürliche Inhaltsstoffe gibt, aber halt auch dann ganz viele andere Inhaltsstoffe noch mit drin sind. Und das hat sie damals sehr enttäuscht. Und dadurch hatte sie erstmalig die Idee, selber Produkte zu Okay. kreieren, die wirklich hundertprozentig rein natürlich Natürlich sind, sind. Und okay. das sind sie jetzt auch. Also das steht da auch irgendwo noch mal mit drauf, mit 100%. Hier. Sind Irgendwo die steht alle so: grün? 100% natural and non-toxic. Hier steht ganz klein da drauf. Sind die alle grün? Ja, also die ganze Umverpackung, es ist alles grün. Also es ist alles, die ganze Marke kommt so grün daher und gibt natürlich auch gleich diese Assoziation, die man dann Ja, damit hat mit klar, Natur. grün Obwohl frisch. jetzt nicht jedes Produkt, wenn man es Ah, aufträgt, okay. dann tatsächlich auch grün ist. Das ist jetzt in dem Fall tatsächlich diese Maske. Und zu dieser Maske ist zu sagen, also man trägt sie auf. Sie wird richtig schön grün. Also es ist wirklich witzig, wenn man sie im Gesicht drauf hat. Und es ist aber eine Reinigungsmaske. Das heißt, zum einen peelt sie. Sie hat enzymatische Peeling-Anteile. Heißt, in dem Moment, wo ich es auftrage und drauf lasse, peelt es auch schon. Okay. Zudem aber zusätzlich auch noch mechanische Peelingpartikel. Das merkst du nachher, wenn du es Wenn ich sie abnimmst. abnehme, ne? Genau, das sind so ganz feine Quarzsandpartikelchen. Und aber hat noch zusätzlich die Wirkung, da ist zum Beispiel auch sehr viel Alge mit drin, Chlorella, Okay. und unterschiedlichste Kräuter, unterschiedlichste Pflanzen. Also es ist wirklich, das sind, weiß ich nicht, da steht immer hier drauf, guck mal hier. Bei jedem Produkt steht immer hier so eine Nummer. Hier ist es 39 und dann steht 39 High Performance Ingredients. Also das sind Ah. 39 Intensivwirkstoffe. Und das sind wirklich richtig, richtig viele Intensivwirkstoffe. In allen Produkten steht das so drauf. Und das Tolle ist, dass es einfach die Haut reinigt. Also gerade alles, was Unreinheiten angeht, rausholt. Gleichzeitig aber auch die Haut extrem verfeinert. Also man einfach so einen total tollen Soforteffekt hat. Dass einfach ein schöner Glow im Gesicht ist, dass du die Poren verfeinert hast. Also ich trage das super gerne gerade in der T-Zone besonders auf. Okay, woanders brauchen wir es ja nicht, also so. Weniger, ja Weniger genau. ist Also dann wenn man jetzt vielleicht so ein kleine bisschen blöd. Unreinheiten an den Seiten hat oder irgendwie große Poren, dann braucht man es eigentlich sonst nicht. Wie oft darf man es machen? Ein bis zweimal die Woche ist es schon eine sehr intensive Reinigungsmaske. Und man sollte die auch wirklich 20 Minuten drauf lassen, dass die Okay. wirklich trocken wird. Also ihr seht jetzt hier, die ist noch nicht ganz trocken. Wir haben das jetzt extra vorher schon drauf gemacht, damit dieses Video Ja. nicht 20 Minuten gehen muss, bis wir es runternehmen können. Aber es wird dann schon fest. Also man merkt dann, dass es so ein bisschen spannt, aber nicht unangenehm. Also nicht so, Nee, dass man das man so. spürt halt, das ist so ein bisschen trockener, ne? Genau. Und was du dann machst, das können wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Genau, wir haben ein bisschen Wasser. Ich kann das mal halten. Das gab's der Wet-Shirt-Contest, ne? Genau, jetzt wollen wir da so ein Tuch mal drunter am besten. Okay. Und dann kannst du hier mal ein Tauche ich jetzt bisschen. mal ein. Ich würde. Also so mit der Hand, ne? Genau, mit der Hand, aber pass mal auf, mach erstmal so, genau. Warte so. Und dann kannst du das hier, Ah. siehst du, so aufemulgieren. Einfach ein bisschen Wasser erst dazu nehmen. Und durch dieses Aufemulgieren spürst du das jetzt mit Mhm, dem spürt ihr feinen so einen Sand. leichten Aber Sand. das ist nicht grob. Also das ist auch wirklich bei einer relativ sensiblen Haut. Ist das kein Problem. Es ist kein grobes Peeling. Ja, man kann ja auch wenig oder viel, ne, Genau, eben. machen. Ich kann jetzt da ewig Ja. rumrubbeln oder halt nicht so lang. Und dadurch, ich kann noch mal ein bisschen Wasser nachnehmen.
dadurch entfaltet es praktisch seine gesamte Wirkung dann. So richtig schön mintgrün wird's. Genau, es wird so ein bisschen pastellig, wenn das Wasser dazu kommt. Vom Geruch her muss man sagen, es ist ein richtig grüner Geruch. Mhm. Es riecht zum, also ich finde, man riecht die Alge auch raus. Mhm. So dieses, das ist ja wie Alge mit drin, also es ist Alge mit drin, diese Chlorella-Alge. Und manche lieben das, ich liebe es. Manche mögen aber Algengeruch auch nicht so, weil sie es als bisschen fischig empfinden. Aber ganz ehrlich, also das ist halt reine Naturkosmetik. Das sind halt nicht irgendwelche Parfumstoffe mit drin. Genau, jetzt kannst du eigentlich abwaschen. Genau, am leichtesten ist natürlich, wenn man es dann irgendwie mit einem Waschlappen mit einer Kompresse. Die sagen, glaube ich, auch mit warmem Wasser, ne? Da geht es auch einfach. Genau, das ist natürlich auch nicht mehr warm. Ja, aber du, es geht richtig gut runter eigentlich. Ja, ja, das geht gut. Das ist jetzt keine Maske, bei der man jetzt Schwierigkeiten hat, diese Runde zu machen. Mhm. Das geht gut. Und das Tolle ist halt vor allem, du wirst es jetzt gleich merken, wenn du es abtrocknest, du hast danach dieses super saubere Gefühl auf der Haut. Also einfach die Haut fühlt sich sofort viel feiner an, viel. Seht ihr? Sauber. Sauber schon mal. Ja, und ja, stimmt. Gell? Ist ganz fein, weich. Ist ganz zart, ist ganz weich. Also es ist ruhig auch eine Maske, die man auch morgens machen kann, wenn man die Zeit hat dafür. Ja. weil du einfach den Soforteffekt hast und dann natürlich die Pflege, die du danach aufträgst, entsprechend besser einziehen kann, weil halt alles schön geöffnet ist und alles schön gepeelt ist. Ja, super. Schön, ne? Einfach mal... Quanto costa? Quanto costa? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht genau, wie viel. Ich glaube, um die 60 Euro kostet okay. Die. Es geht. Wie lange die hält? Also es kommt natürlich darauf an, ob du die im ganzen Gesicht anwendest. Ich wende die nur in der T-Zone an. Okay. Also dann, brauchen wir nicht viel. Also ne? Ich habe die jetzt. Gucken wir mal. Bisschen was ist schon raus. Mhm. Mal schauen. Ist wirklich richtig grün, ne? Ich habe die zweimal komplett verwendet. Plus jetzt hier die Hand, ne? Also ich sag mal, das bestimmt 10, 15 Mal mindestens. Und nicht eine Natur, ne? Das kostet ist eine reine Natur. Aushalten. Genau, das, man muss das sagen, also sind wirklich reinste Naturstoffe. Es ist so, dass ein paar andere Produkte aus der Linie schon verhältnismäßig teuer sind. Mhm. Also gerade auch zum Beispiel Reinigungsprodukte sind teilweise schon teuer. Mhm. Man muss aber sagen, eine so reine, pure Qualität kriegt man einfach wirklich selten. Okay. Also es ist wirklich hochkonzentriert und also es ist schon was Besonderes. Ganz besonders möchte ich nochmal hervorheben das Reinigungsöl. Das ist auch sehr bekannt, ist eines der Bestseller. Das ist der Wahnsinn, um Make-up zu entfernen. Ja. Es riecht so fantastisch. Es ist einfach so ein... es ist wirklich was ganz Besonderes. Also es ist eine ganz tolle Marke. Sie ist nicht ganz günstig, aber sie hat eine wahnsinnig hohe Qualität. Sie ist rein natürlich. Sie ist auch, wenn man eine empfindliche Haut hat, eine allergische Haut hat. Es ist einfach eine ganz tolle Lösung. Mhm. Ich finde auch die Range gut. Es gibt ausreichend genügend Produkte auch zum Unterscheiden, je nach Hautzustand, aber auch nicht zu viel. Ja, es sind einfach so ein paar Produkte und du kommst damit richtig gut zurecht. Du kannst sie flexibel einsetzen. Männlein wie Weiblein, findest für jede Haut was. Es ist eine ganz tolle Marke und ich persönlich finde es auch so toll, weil es aus Vermont kommt, wo ich ja meine Highschool-Zeit verbracht habe. Insofern habe ich einen kleinen Heimat. Dann haben wir so, genau. Also einfach sehr eine schön. Echt coole Marke, die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Also es gibt es wirklich an wenigen Orten in Deutschland zu kaufen. In den USA natürlich deutlich bekannter. Da habe ich es damals auch in New York mal entdeckt. Ah, okay. Aber bei uns in Deutschland noch nicht so bekannt. Aber ich bin mir sicher, dass sich das ändern wird. Okay, sehr gut. Ja, cool. Danke. Gerne.